Das neue SPD-Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollte den Sozialdemokraten eigentlich die Wende bringen. Von einem Aufschwung bei den schwachen Umfragewerten kann allerdings nicht die Rede sein. Hinter der Union mit unverändert 28% kann die SPD laut einer aktuellen Forsa-Umfrage nur um einen Punkt zulegen, kommt jetzt auf 12% der Wählerstimmen. Zweitstärkste Kraft bleiben die Grünen mit unverändert 22%. Die FDP verliert einen Punkt, kommt jetzt nur noch auf 8%. Die Linke legt um einen Punkt zu auf 9%. Die AfD verliert einen Punkt und kommt jetzt auf 13%. Die sonstigen Parteien erhalten zusammen 8%.